Liebe Schwestern und Brüder, eben haben wir es noch im Psalm 132 in der Vesper gesungen. Das Versprechen Gottes, dass auf dem Thron Davids immer ein Nachkomme sitzen werde. Dieses Versprechen Gottes gilt. Das wusste man auch damals in Juda und Israel. Und muss dennoch erleben, wie mit jedem Nachkommen, der da kommt, die Nieten größer werden, die auf diesem Thron sitzen. Bis am Schluss das Ganze ein Nullsummenspiel ist mit den Nachkommen. Es erlischt dieses Königshaus. Und dennoch wagt der Prophet dieses kühne Wort. Aus dem Baumstumpf Isais, also dem Stammvater im lateinischen Jesse, aus diesem abgehauenen Baum, der nichts mehr hervorbringt, gibt es einen Trieb. Und dieser Trieb wird die Rettung sein. Und dieser Trieb ist die Erfüllung des Versprechens. Inzwischen stehen wir selber in der Gefahr, an dieses Versprechen Gottes und seine Einlösung nicht mehr recht zu glauben, weil wir, wenn wir ein wenig hineinhören in das, was uns die Bibelwissenschaftler sagen, der Glaube regelrecht zerfetzt wird. Ja, kann man denn einfach so sagen, dass Jesaja damit Jesus Christus meint? Ist das denn einfach so? Ist das nicht eine relativ naive oder primitive Prophezeiung oder eine Art, eine solche Prophezeiung zu lesen? Liebe Schwestern und Brüder, ob sie naiv oder primitiv ist, soll uns gar nicht interessieren. Wir sollten uns nicht solche Etiketten umhängen lassen. Auch hier gilt das Wort des Evangeliums, das Jesus heute spricht. Den Weisen und Klugen ist es verborgen. Aber den Unmündigen, denen ist es offenbart im Heiligen Geist. Wir können zu Recht die Frage stellen, die auch manche Gegner unseres Glaubens fragen. Ja, aber das, was dann bei Jesaja kommt, ist auch noch nicht erfüllt. Der große Friede zwischen den Tieren, zwischen Mensch und Tier und der eigentliche Friede zwischen Mensch und Gott. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, ganz zu schweigen von den Tieren. Das geht doch einfach so weiter. Was hat sich denn geändert, wenn sich angeblich in Jesus dieses Versprechen erfüllt hat? Die Gegner haben recht. Aber warum haben sie recht? Weil wir immer noch nicht gelernt haben, das zu tun und alles daran zu setzen, was Jesaja prophezeit hat und was sich in Christus erfüllt. Der da kommt, hat überhaupt keine königlichen Beigaben, kein königliches Aussehen. Er hat nur den Geist Gottes. Voll vom Geist Gottes ist er, wie angefüllt mit Feuer, sodass, wenn er ausatmet, andere tot sind. Du tötest sie mit dem Hauch deines Mundes, sagt der Prophet. Der Geist des Herrn ist in ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates und der Stärke, der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht. Mehr hat dieser Nachkomme Davids zunächst nicht. Aber das ist alles. Alles, was er braucht. Alles, um diesen Frieden zu gewährleisten, von dem wir immer noch träumen, den wir versuchen, in Klimakonferenzen oder in irgendwelchen UN-Resolutionen herzustellen. Er wird nur dann entstehen, wenn wir uns zum Evangelium bekehren. Trauen wir uns das zu glauben? Ich sage gar nicht zu sagen. Trauen wir uns das zu glauben, dass die Erde Frieden findet? Dass im Heiligen Land dann Friede sein wird, wenn man sich zum Evangelium bekehrt? Dazu muss niemand zwangsbekehrt werden, sondern es beginnt bei uns, indem wir es vorleben, vormachen, indem wir alles daran setzen, an diesem Geist des Gesalbten des Herrn, an diesem Geist des Nachkommen Davids, am Geist Jesu Christi teilzuhaben und zu handeln im Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates und der Stärke, der Erkenntnis und der Gottesfurcht, im Geist Jesu Christi. Und je mehr Unfriede ist in uns, um uns, auch leider Gottes in der Kirche und in dieser Welt, umso mehr sind wir entfernt von diesem Geist Gottes. Das ist ein ganz klares Zeichen, ein Anzeichen. Jesaja hat recht, aber wir sollten wissen, was wir zu tun haben.